Bist du nicht wirklich erfolgreich im Daytrading? Wir wollen uns heute in diesem Video mal vier Gründe angucken, woran das liegen kann. Wenn ihr euch mal auf Trader-Treffs oder in sozialen Medien umhört, dann werdet ihr feststellen, dass die Trader gerne heulen und jammern und sich beschweren und immer jemand finden, der schuld ist für die eigenen Verluste. Der Market Maker ist schuld, der möchte eigentlich nicht, dass die kleinen Leute erfolgreich werden. Die Großbanken sind schuld. Die Börse hat vollkommen unlogisch reagiert. Eigentlich müssten die Leute doch sehen, dass bei dieser News die Aktie nach oben gehen muss. Warum tut sie das nicht? Oder auch der absolute Klassiker. Mein Broker tradet gegen mich. Der hat mich hart von hinten Entschuldigung. Wir wollen uns heute mal vier von diesen üblichen Trader-Beschwerden angucken, was wirklich dahinter steht und was man gegen diese Gedankenfallen machen kann. Und woher ich das weiß, weil ich auf einige von denen in meinen 28 Jahren Trading selber reingefallen bin. Bei der ersten Beschwerde geht es um die beliebteste aller Beschwerden, nämlich der Broker oder die Market Maker handelt gegen mich. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr handelt bei einem regulierten Broker, das heißt einem Broker, der überwacht ist und kontrolliert wird und nicht um irgendeine unregulierte Pommesbude, die eh machen kann, was er will. Bei regulierten Brokern kommt aber allerdings häufig auch die Beschwerde, naja, gerade bei Forex-Brokern gibt es auch das berühmte A- und B-Buch. Und dort sortiert der Broker seine Kunden nach erfolgreich und nicht erfolgreich. Und er handelt einfach gegen die Nicht-Erfolgreichen. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz korrekt. Das ist ein sehr komplexes Thema, das werde ich jetzt ein eigenes Video machen. Ich möchte euch aber ganz kurz mal auf dieses Thema eingehen. Und zwar ist der Punkt, dass wirklich der Unterschied bei diesen beiden Büchern ist, wer eure Gegenposition einnimmt. In einem Fall ist das tatsächlich der Broker. Das heißt, was ihr gewinnt, verliert er und umgekehrt. Der weiß, dass ungefähr 80% aller Retail-Clients verlieren, macht ihr auf lange Sicht so also Gewinn. Im anderen Fall wird euer Order an einen Liquiditätsprovider weitergeleitet, der die Gegenposition einnimmt. Und die verdienen dann einfach am Spread und an Kommissionen. Der Punkt ist allerdings jetzt, dass es für euch eigentlich vollkommen egal ist, wer eure Gegenposition hat. Ob das der Broker ist oder irgendein Liquiditätsprovider, ist eigentlich vollkommen egal. Solange die sich an die wirklichen Kurse halten und die Ausführungen korrekt sind, wie gesagt, regulierter Broker, ist das für euch egal, das macht keinen Unterschied. Das heißt, die Beschwerde zieht einfach nicht. Stellt mal vor, ihr macht wirklich ständig Gewinne, dann würdet ihr euch ja auch nicht beschweren, wer die Gegenposition hat, in welchem Buch ihr seid. Nur wenn ihr Verluste habt, da stört es euch auf einmal. Das liegt aber nicht an dieser Gegenposition. Kommen wir zum zweiten Argument. Der Market Maker handelt gegen mich. Nun, das ist so nicht ganz korrekt. Market Maker wollen eigentlich hauptsächlich marktneutral sein. Die verdienen am Spread, an den Umsätzen, euch als Kunden zu behalten, beziehungsweise durch die ganze Masse an Personen als Kunden zu behalten. Was allerdings der Fall ist, dass die ihre Positionen an bestimmten Märkten hedgen, also absichern müssen. So, der Punkt ist also, nehmen wir mal ein Beispiel an, ihr seid ein Options Market Maker. Ihr müsst mit Aktien eure Optionspositionen absichern an bestimmten Marken. Und da kann es durchaus sein, dass ihr mal auch versucht, die Stop-Loss, die an bestimmten Marken liegen, extra zu durchbrechen, um Schwung in die Aktie zu bekommen, um sie billig einzusammeln. Da könnte man natürlich sagen, ja, der Market Maker geht gegen mich. Aber seht es doch mal von der anderen Seite. Wenn ihr diese Marktmechaniken wirklich versteht, dann könnt ihr diese ausnutzen. Ihr wisst, dass an bestimmten Marken in den Marktbewegungen reinkommen muss, weil die Market Maker dort verschiedene Hedging-Aktivitäten durchführen werden. Und damit könnt ihr das ausnutzen, wenn ihr diese Mechanik versteht. Die Beschwerde, der Market Maker handelt mich, geht eigentlich gegen euch selber, weil ihr die Aktivitäten der Market Maker nicht versteht. Diese Beschwerde schließt eigentlich thematisch ganz gut zum ersten Segment an. Und zwar lautet die fischen immer meine Stops. Kennt ihr wahrscheinlich auch diese Beschwerde. Lasst uns mal das ein bisschen genauer anschauen. Jede Aktie hat eine bestimmte normale Bewegungsbreite, normales Rauschen. Die wird ja durch den ATR-Indikator Average True Range ganz gut dargestellt. Jetzt ist es aber so, dass ihr als Daytrader häufig auf eine Aktie aufmerksam werdet, weil eben viele Leute das Ding handeln, weil sie sich stärker bewegt als sonst. Und damit ist auch das normale Marktrauschen einfach größer. Das müsst ihr berücksichtigen. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt dazu. Nämlich, dass die Leute ihre Stops gerne mal an logische Marken legen. Also zum Beispiel direkt bei runden Zahlen, knapp darunter, also knapp unter der 100, dann liegen die also bei 99, 90 ungefähr. Oder umgekehrt, wenn sie Short sind, eben dann bei 100,50. Oder sie legen sie an bestimmte Chartmarken.
Wenn also mal ein Doppeltop da war, liegen die genau da drüber. Wenn ein Doppelboden da war, liegen die direkt da drunter. Das heißt, man kann erahnen, wo diese Dinger liegen. Und das wissen natürlich auch die anderen Marktteilnehmer. Und gerade die Market Maker, die zum Beispiel Aktien einsammeln wollen für ihr Hedging, können diese Stop-Lawinen ja einfach triggern, indem sie den Kurs mal ganz kurz da drunter droppen. Das liegt aber an euch, dass ihr eure Stops genau an solche logischen Marken gelegt habt. Und jetzt drehen wir diese Denkweise doch einfach mal kurz um. Wenn ihr diese Marktmechanik versteht, dann könnt ihr das ausnutzen. Wenn ihr also euch daran gewöhnt habt zu denken, könnt ihr diese Stop-Lawinen vorhersehen und dann diese schnelleren Bewegungen im Markt zu ganz kurzen Scalp-Trades ausnutzen. Sprich, das geht eigentlich nicht gegen euch, sondern für euch als Trader. Es ist alles eine Sache der Einstellung. So, in diesem Teil geht es um die Reaktion auf Wirtschaftsnews und auf die Reaktionen zu einzelnen News, die rauskommen innerhalb eines Tages. Und die Beschwerde ist dort bei den Wirtschaftsnews häufig: Mensch, ich wurde total überrascht. Auf einmal gab es starke Bewegungen. Ich war gerade long oder short in irgendeinem Instrument und mir hat alle Stops rausgehauen. Leute, mal ehrlich, darüber beschwert ihr euch? Das liegt daran, dass ihr in eurer Tagesvorbereitung diese Zeitpunkte nicht notiert habt. Es gibt tausende von Wirtschaftskalendern im Internet. Stellt euch einen Wecker, setzt euch einen Alert irgendwo in der Trading-Plattform oder auf eurem Computer und geht vorher keine Position ein. Denn über solche Zahlen zu halten, das ist einfach gezockt und nicht getradet. Und ich weiß ja, dass das verführerisch aussieht, wenn sich auf einmal der Markt, also zum Beispiel Dow Jones oder auch DAX, ein paar hundert Punkte hoch oder runter bewegen. Ja, dass da manche Leute dann die Dollarzeichen in den Augen haben, klar. Aber das ist die reine Gier und dann fangt ihr an, eine Münze zu werfen und nicht zu traden. Lasst es einfach sein und in der Tagesvorbereitung diese Zeitpunkte notieren. Der zweite Punkt ist die Reaktion auf einzelne Aktien-News. Das heißt, ihr habt eine bestimmte Aktie und es kommt eine News dazu raus. Und da hört man dann häufig an dieser Stelle: Ja, eigentlich war diese News doch super positiv. Warum geht die Aktie jetzt nach unten? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Da wird nachgekauft nach der Methode: die News ist doch so positiv. Jetzt habe ich eine gute Nachkaufgelegenheit, weil die Aktie geht ja runter. Leute, auch damit geht ihr auf Dauer pleite. Ist vollkommener Blödsinn. Ihr müsst das traden, was ihr seht und nicht das, was ihr erwartet. Denn eine weitere Beschwerde, die ich gerne höre, ist: Die News war doch von allen super positiv erwartet. Ja, eben. No shit, Sherlock. Jetzt denkt doch mal drüber nach, was ist denn hier passiert? Alle haben vielleicht eine positive News zu den Umsatzzahlen erwartet. Dann kommt die positive News. Naja, wenn alle vorher schon long waren, wer soll dann nach den News noch kaufen? Die nehmen alle Gewinne mit, wenn sie sehen, dass sich nichts bewegt. Und deswegen geht die Aktie nach unten. Also auch hier, tradet, was ihr seht und nicht das, was ihr erwartet. Versucht nicht mit einer vorgefassten Meinung an diesen Markt ranzugehen. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt kommt hier noch ein wichtiger Bonustipp für euch. Wir schauen uns mal hier diese eine bestimmte Aktie an, TCBP, ist das Trading-Symbol in den USA. Und wenn man sich hier mal diesen Daily Chart anschaut, dann sieht man was sehr Interessantes. Diese Aktie bringt immer wieder irgendwelche News raus, beziehungsweise die Firma dazu natürlich. Und dann sieht man, dass das Volumen hochgeht, aber auch, dass jeder Run, der durch die News ausgelöst wird, sofort wieder abverkauft wird. Und das seht ihr an diesen langen weißen Dochten nach oben. Das bedeutet, dass das Risiko, dass das beim nächsten Mal auch wieder so passiert, wenn News rauskommt, deutlich höher ist als bei Aktien, die dieses Muster nicht aufweisen. Muss wie gesagt nicht so kommen, aber das Risiko ist deutlich höher und damit ist es eigentlich keine gute Trading-Aktie, nach oben zumindest nicht. Bei dieser Beschwerde, die man immer wieder hört, geht es um die Größe des Spreads. Zur Erinnerung, Spread ist die Differenz zwischen Bid und Ask, Geld- und Briefkurs auf Deutsch. Das heißt, je liquider eine Aktie gehandelt wird, je mehr Leute das Ding handeln, desto geringer ist dieser Spread, desto günstiger kommt ihr rein und raus in die Aktie. Und es kann Folgendes passieren. Nehmen wir mal an, ihr kauft ein Wertpapier, weil da irgendwelche News rausgekommen sind oder vielleicht ist ja auch ein Volumenscanner aufgetaucht, den ihr in vielen Trading-Plattformen habt. Und dann kommt ihr relativ günstig rein und raus, weil eben gerade viel Bewegung, viel Handel drin ist in diesem Ding. Und Stunden später oder auch Minuten später, wenn ihr es wieder verkaufen wollt, auf einmal habt ihr einen riesen Spread und der Verkauf oder Kauf, je nachdem, wie eine Shortwart, ist relativ teuer für euch. Und dann seid ihr am Fluchen, warum dieser Spread auf einmal so groß gemacht wurde. Das liegt aber wieder an den Marktmechaniken. Einfach, wenn es weniger Leute gibt, die das Ding handeln, wird der Spread größer. So, was ihr dagegen tun könnt, ist euch, bevor ihr so eine Aktie handelt, mal das durchschnittliche Tagesvolumen der letzten Zeit anzugucken. Und das gibt es auf vielen Webseiten, zum Beispiel Yahoo Finance und ein paar anderen.
aber auch in vielen Trading-Plattformen. Und wenn dieses Volumen viel zu klein ist, dann solltet ihr die Aktie lieber auslassen, besonders wenn ihr die im Swing-Trading, also über mehrere Tage, handeln wollt. Außerdem könnt ihr mit einem richtigen Broker auch im Spread handeln. Das heißt, gerade in den USA habt ihr die Möglichkeit, den Spread zu teilen. Ihr müsst also nicht unbedingt zum Ask-Kurs kaufen und zum Bid-Kurs verkaufen. Der nächste Punkt ist, wenn ihr solche Aktien habt mit so einem riesigen Spread, nehmt bitte keine Market Order. Zur Erinnerung, Market Order heißt, ihr wollt einfach bestens kaufen oder verkaufen, also zum Ask oder zum Bid-Kurs. So, wenn ihr einen Limit Order verwendet, habt ihr die Möglichkeit, das eben noch einzustellen, maximal oder minimal Kurse einzugehen. Das bedeutet, dass ihr vielleicht nicht sofort eine Ausführung bekommt, aber ihr könnt den Kurs bestimmen, zu dem ihr handeln wollt. Generell solltet ihr euch ja wirklich überlegen, ob ihr solche Aktien einfach handeln wollt, weil für Daytrader sind die eigentlich nicht wirklich geeignet. So, und zum guten Schluss möchte ich euch verraten, wie ihr gegen diese ganzen Fehler, die wir gerade besprochen haben, arbeiten könnt. Und es mag jetzt langweilig klingen, aber ich habe schon ein eigenes Video dazu gemacht. Führt ein Trading-Tagebuch. Der Witz bei der Geschichte ist, dass man damit Muster im eigenen Verhalten finden kann. Das heißt, Fehler, die ihr immer wieder macht, Gedanken fallen, auf die ihr immer wieder reinfallt. Denn nur wer Muster erkennt, kann sie auch durchbrechen. Wenn ihr dazu zu faul seid, werdet ihr vermutlich nicht profitabel werden. Dann werdet ihr weiter Ausreden suchen. Dann könnt ihr vielleicht zwar ein paar von den Schnullern hier besorgen und weiter jammern. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr es schafft, dagegen zu arbeiten. Und dass du dann auch damit erfolgreich wirst. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr so offen seid und Lust dazu habt, was so eure typischen Gedankenfallen seid, auf die ihr immer wieder reinfallt. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.